Herzlich willkommen zum Abschlussvideo vom Server Tempest. Einige haben sich gewünscht, dass ich mal eine ganze Auflistung mache von den Sachen, die ich alle mitnehme. Ich kann euch schon mal sagen, dass ich insgesamt 12 Seiten mitnehme, sprich 3 Champion Chars nehme ich mit, plus die Nebenchars, und Kollegen nehmen dann auch nochmal insgesamt 6 Chars für mich mit. Die habe ich dann in-game DR abgegeben, eingelöst, damit sie halt den zweiten Transfer kaufen konnten, und habe einfach die Chars vollgestellt. Das ist jetzt eine grobe Ausrechnung, was ich vermute, was die Sachen dann am Ende wert sind. Ich kann jetzt nicht auf jedes IQ-Teil jetzt eingehen, was da jetzt genau für Bonis drauf sind. Also es ist einfach eine ganz grobe Rechnung. Mit den ganzen Waffen, die ich habe, sind es ca. 771 Won. Voraussichtlich, sage ich mal, was das so auf Tiger Ghost bringt, die ganzen Waffen. Und ja, ich habe natürlich auch mit der Main Charmy auch fleißig weiter die Bio abgegeben. Ich bin jetzt quasi jetzt komplett durch. Ich habe 2x AW genommen bei der Drachen Charmy und freue mich auf jeden Fall, wenn das IQ dann am Morgen auf Tiger Ghost ist. Dann werden wir erstmal einen Haufenweise davon verkaufen und die Charmy auf jeden Fall aufbauen. Darauf freue ich mich. Es soll erstmal Richtung Melee gehen, dass ich das Solo laufen kann. Und dann noch, ja, dass der Char dann auch Grotte 3 steht. Dann machen wir weiter mit der Charmy. Da haben wir ja alles vollgeknallt mit Armbänder und ja, Helm, alles was geht. Ein Leingürtel habe ich ja auch noch plus 9 gehabt im letzten Video. Das haben dann, ja, so gut es geht, alles ausgefüllt. Da habe ich zum Beispiel keine Skills gelesen bei der Charmy und habe da einfach die Counties und Exos mitgenommen. Und ja, also ich sag mal so, ich habe Anfang des Serverstarts habe ich dann relativ frühzeitig schon IQ-Teile aufgekauft. Anfangs waren die pro IQ-Teil mit 15 Feuer ungefähr bei 25, 30, 35 KK. Also recht günstig. Ja, die ganzen Schilder habe ich mal so zusammen, grob zusammengerechnet, das müssten ca. 101 Won zusammen ergeben. Und die Helme insgesamt 305 Won. Da habe ich, muss ich aber auch sagen, sehr günstig gerechnet. Pro Helm 5 Won genommen mit 15 Feuer. Und da sind auch gute Sachen dabei, wie, weiß ich nicht, eine Furchtmaske, 20 Teufel, 15 Blitz. Und ja, insgesamt nehmen wir dann auch über 300 Stacks Mondis mit. Segis nehmen wir sehr viele Stacks mit. Mondsteine 74 Stück. Da habe ich einige davon verkauft. Hatte eigentlich ursprünglich irgendwie 110 Stück gehabt. Aber das Verhältnis hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, dass ich die dann verkauft habe. Ein paar Talismane habe ich dann mitgenommen. Und ja. Und den Rest habe ich eigentlich dann nur noch ausgefüllt. Ich sag mal mit Crap EQ, die ich dann irgendwie am letzten Tag, vorletzten Tag, die letzten 3 Tage auf dem Markt aufgekauft habe, sowas wie Element Dev Sachen, Ketten, Schuhe plus 6 mit 1,5 KTP, die haben dann gerade mal 20 KK gekostet. Modis konnte man sich nicht mehr eigentlich wirklich kaufen auf dem Markt, weil ja, Won ist nichts wert gewesen und alles extremst teuer gewesen. Dann kommen wir zu den ganzen Projektionen. Ich habe insgesamt über 45 Rüstungen. Mit der plus 12er Projektion, da habe ich auch günstig gerechnet, 10 Won pro Rüstung, wobei auch welche paar einige Rüstungen 20, 30, 40, 50 Won wert sind. Ja, also ganz runtergebrochen und gesagt, sagen wir mal pro Rüstung 10 Won,
Und ja, Zen-Bohnen auch mitgenommen. Ich habe jetzt nicht allerdings auf jedem Schar zum Beispiel einen Leingürtel jetzt angehabt. Auch nicht immer überall ein Schild drin, weil ich einfach keins hatte oder keins gefunden habe. Und ja, manche hatten da einen Leingürtel oder die Kollegen, die für mich einen Char mitgenommen haben, habe ich denen auch größtenteils sehr viel IQ gegeben, was ich jetzt auch nicht mit einberechnet habe. Auch wie ein Talisman, Bänder, Reittiere, Kriegskeiler, habe ich auch nicht alles mit einberechnet. Und ja, die Armbänder müssten ca. 480 Won ergeben. Die Armbänder habe ich auch ziemlich günstig gerechnet, je 5 Won. Mit den 15 Feuerarmbänder, die sollten allerdings etwas mehr geben. Ich werde natürlich nicht alles auf einmal auf den Markt hauen, sondern schön langsam, damit der Preis schön stabil bleibt, weil auf Taigus kostet ein 15 Feuerarmband nur mit 15 Feuer zwischen 8 und 12 Won, so ein Saar plus 9, ist dann auf jeden Fall einiges. Also ich habe jetzt einfach nur gerechnet, 5 Won pro Armband, dann sollte das so am Ende schon passen. Ja, der nächste Schar auch voll zugehauen mit ein bisschen IQ. Und ja, dann nochmal eine kleine Übersicht. Schuhe, Ketten, Ohrringe habe ich wirklich nicht viel, was ich da an gutes Zeugs mitnehme. Ich habe mich eher auf Armbänder fokussiert, auf Helme. Und ja, da müssten das um den Dreh 150 Won sein, die wir da am Ende rauskriegen. Und ja, ich muss aber auch sagen, der Server Tempest war bis jetzt meiner Meinung nach der beste und einfachste temporäre Server, den Metin 2 jemals rausgebracht hat. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ihr wissen möchtet, mit wie viel DR ich insgesamt von Serverstart bis Ende gespielt habe, das müssten unter 40.000 DR gewesen sein insgesamt. Und ja, insgesamt haben wir einen IQ-Wert von 3.392 Won. Ist vermutlich mal ein bisschen mehr. Ich denke mal so, ja, 4.500 Won wird es am Ende dann sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auf dem Server zu zocken. Ich hoffe mal, dass vielleicht Ende dieses Jahres nochmal ein guter temporärer Server rauskommt. Dann kann man sich die Settings anschauen und eventuell dort wieder anfangen und dann wieder auf Taigus zu transferieren. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Dann wird es demnächst mal wieder Taigus Content geben und wenn ihr Zugang braucht für den Server Taigus, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben auf Discord. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.